Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick von mir. Die letzte Woche war relativ, ja, ich habe hier mal verschlafen eingeblendet, weil, wie man sehen kann, die großen Indizes haben sich nicht wirklich von der Stelle bewegt. Relativ enge Range, der Russell und die Equal Weights noch ein Stück weit stabiler, aber im Großen und Ganzen der S&P sieht man ja quasi plus minus null geschlossen. Ich gehe davon aus, dass sich das also die kommende Woche ändern wird, einfach weil wir die busyste Earnings Week Woche vor uns haben, im S&P und auch im Russell. Und Big Tech meldet, dementsprechend dürften da auf jeden Fall neue Impulse folgen. Zu Anfang wieder der Risk Disclaimer: Alles, was ich in dem Video sagen wird, ist natürlich lediglich meine Meinung und sollte weder als Kaufs- noch als Verkaufsempfehlung gesehen werden. Agenda: Letzte Woche gab es eigentlich nicht wirklich was ja, Nennenswertes, meiner Meinung nach, was Wirtschaftsdaten angeht. Es gab das Beigebook und den Philadelphia Economic Activity Index, aber sonst nicht wirklich was. Dementsprechend habe ich dieses Segment heute mal weggelassen und wir fangen quasi direkt mit der kommenden Woche an. Ganz kurz aber noch zu den Banken natürlich, weiter wichtiges Thema. Da haben wir jetzt letzte Woche die ersten Zahlen bekommen von den Großen. Die waren, muss man sagen, auf breiter Basis relativ gut. Gerade JP Morgan und Bank of America haben sehr gut performt. Auf der anderen Seite haben wir auch die ersten Zahlen aus dem Regional Banking Segment bekommen. Die waren, ich würde mal sagen, gemischt. Es gab teilweise positive Reaktionen, teilweise eher negative Reaktionen. Lässt sich meiner Meinung nach noch nicht so viel draus deuten. Nächste Woche kommen da nochmal deutlich mehr Zahlen. Dann die verschiedenen Programme sieht man hier rechts im Week-over-Week-Change. Letzte Woche wurde hier wieder, ja, sind das erste Mal wieder, ich sag mal, gestiegen. Das BTFP, also das Bank Term Funding Program, das im Zuge des SVB-Kollapses ins Leben gerufen wurde. Da wurde mehr Geld abgefragt als die Woche zuvor. Auch das im Discount-Window gab es leichte Anstiege. Was aber auch damit zu tun haben könnte, in irgendeiner Art und Weise, dass in den USA mittlerweile oder aktuell Tax Season ist, das heißt, Steuern müssen gezahlt werden. Man sieht auch hier, dass aus Geldmarktfonds letzte Woche so viel abgezogen wurde wie das letzte Mal 2020. Aber wie gesagt, das hängt halt vor allem daran, dass die Unternehmen und auch Private jetzt Steuern zahlen müssen. Dementsprechend, ja, könnte ich mir vorstellen, dass auch hier das damit im Zusammenhang steht. Im Großen und Ganzen hier unten noch die Bilanz der Fed, sieht man, die ist auch letzte Woche wieder leicht zurückgekommen. Ja, dementsprechend nicht so viel Neues von der Front. Dann Price Action, ich habe es gerade schon angedeutet hier, der S&P, man sieht hier relativ enge Range, kreist so um dieses letzte Verlaufshochs aus dem Anfang Februar. Nächste Woche, wenn die Earnings passen, können es drüber gehen. Wenn die Earnings nicht passen, dann dürften wir wieder in die Mitte der Range fallen, meiner Meinung nach. Auch Bonds, relativ unspannende Woche, wie man sehen kann, jetzt wieder in der Mitte von dieser letzten Range oder von dieser breiteren Range seit Anfang des Jahres. Relativ unspannend aktuell. Und der Bitcoin hat nach einer sehr starken Vorwoche, letzte Woche auch korrigiert, wie einige andere Risk Assets. Wenn hier der nächste Woche wieder der Shift kommen sollte Richtung Risk On, also gerade ein starker Nasdaq dürfte hier helfen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns hier relativ schnell wieder fangen in Bitcoin und der Trend fortgesetzt wird. Auch Gold und genauso Silber hat letzte Woche korrigiert nach einem sehr starken Run, nur gut meiner Meinung nach. Auch hier könnte es nächste Woche zu einer Trendfortsetzung kommen. Dann wären vor allem die ja meiner Meinung nach relativ interessant für Trendfolge. Dann die Zinskurve im Großen und Ganzen nicht so spektakulär, aber eine Sache ist sehr auffällig. Das wird dem einen oder anderen vielleicht jetzt die letzte Woche auch aufgefallen sein, und zwar die Einmonatslaufzeit, also die kürzeste Laufzeit der Geldmarktrenditen sozusagen, die ist letzte Woche nochmal deutlich unter Druck gekommen, sieht man hier im Week-over-Week-Change und jetzt auch Year-over-Year mittlerweile im Minus. Und das ist natürlich relativ auffällig, weil das, ja, wie gesagt, die einzigste Laufzeit ist, wo das der Fall ist. Und woran liegt es? Wurde mir letzte Woche in Discord dann erklärt, weil ja in den USA aktuell noch Thema ist, dass diese Debt Ceiling, also die Schuldengrenze, bis jetzt noch nicht erhöht wurde. Und natürlich da dann das Risiko besteht, weil was bilden diese Renditen ab am Ende des Tages oder halt die Zinskurve? Das kurzfristige Ende in dem Fall, die One Months, werden bepreist nach dem kürzesten Risiko sozusagen oder halt nach Risikofaktoren wie Inflation oder Rezessionssorgen oder halt jetzt solche unmittelbaren Events wie eben Nicht-Anheben der Schuldengrenze, was im Endeffekt dazu führen würde, dass viele Bereiche des Staates oder dass halt Teile des Staatsapparats nicht mehr bezahlt werden würden.
Dementsprechend ist es natürlich kurzfristig ein sehr großes Risiko. Offensichtlich, auch wenn es in den Medien noch nicht so dargestellt wird, sieht man, dass der Kapitalmarkt das Ganze doch sehr ernst nimmt, und dementsprechend kommt es ja aktuell zu dieser extrem starken Invertierung am ganz kurzen Ende der Zinskurve. Ja, längerfristig, also Kapitalmarktrenditen sind letzte Woche ja leicht im Plus gewesen. Ich habe euch gerade die Bond Futures gezeigt, da sieht man, hat sich nicht viel getan, wirklich nur auffällig halt die One Month, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, dann Sektoren Top Flop letzte Woche. Am besten performt hat der Biotech-Bereich, der war auch letzte Woche schon sehr stark. Da ist der Dealflow mittlerweile auch wieder relativ ordentlich. Auch der Homebuilding-Bereich nach sehr starken Zahlen von DHI, also D.R. Horton, hat sehr gut performt. Der Medical Devices-Bereich, der IHI, auch wie die Vorwoche schon wieder sehr stabil, und letzte Woche auch wieder stark der Consumer Staples-Bereich, also der XLP. Da gab es unter anderem am Freitag Zahlen von Procter & Gamble, die ja sehr gut ausgefallen sind und dementsprechend gut aufgenommen wurden. Und dann die größten Verlierer letzte Woche waren Öl und Gas, Mining and Metals nach eher bescheidenen Zahlen aus dem Aluminiumsegment von Alcoa, und auch Freeport-McMoRan hat jetzt nicht, offensichtlich nicht so überzeugen können, dementsprechend der Sektor eher schwächer. Noch der RKK hat letzte Woche nach einer sehr starken Vorwoche etwas, oder was heißt sehr starken Vorwoche, nach einer stabilen Vorwoche eher korrigiert. Allerdings muss man hier sagen, dass trotzdem Einzelwerte im High-Growth-Bereich sich weiter sehr gut entwickeln. Ja, man sieht Financials im Großen und Ganzen, wie gesagt, hier waren vor allem von den großen Instituten die Zahlen eher positiv. Auch der Retail-Bereich ist sehr stark aktuell. Tesla hat nach Zahlen stark verloren. Ja, und Öl und Gas, wie gesagt, auch eher schwächer. Dann, ich habe es gerade schon angekündigt, nächste Woche wird die busyste Woche. Ich finde das deutsche Wort dafür nicht. Also, ich sage es mal so: Es steht sehr viel an auf der Earnings-Front. Ab Montag sowohl vorbörslich als auch nachbörslich. Coca-Cola wird natürlich extrem wichtig werden. Dann am Dienstag After Hours, Microsoft und Google, Enphase Energy, GM, 3M, Spotify, Pepsi, Meta, Roku, dann am Mittwoch und dann halt am Donnerstag Amazon. Ja, also jeden Tag was los, und am Freitag vorbörslich kommt dann noch Exxon und Chevron, nochmal Big Oil, und danach sollte man ein relativ gutes Bild haben, in welche Richtung sich der Markt in den nächsten Wochen bewegen wird. Meiner Meinung nach zumindest. Der Economic Calendar ist wieder relativ ruhig nächste Woche bis Freitag. Freitag kommt der PC, also der Personal Consumption, die Personal Consumption Expenditures, das bevorzugte Inflation-Messinstrument der Federal Reserve, dementsprechend wieder relativ wichtig. Und dazu wird der ECI, der Employment Cost Index, der wird einmal im Quartal veröffentlicht, nächste Woche Freitag veröffentlicht. Der ist sehr wichtig für das Thema Lohninflation, dementsprechend erwarte ich auch hier eine Reaktion. Und dann um 16 Uhr unserer Zeit noch das finale Michigan Consumer Sentiment für den April. Hier vor allem wieder die Inflation Expectations dürften relevant oder halt sehr wichtig werden. Ja, also bis Freitag ruhig, beziehungsweise bis Freitag nur Earnings, nur in Anführungszeichen. Und dann ab Freitag, oder halt am Freitag auch nochmal wichtige Wirtschaftsdaten. Ja, das war es von der theoretischen Front. Dann switche ich jetzt rüber in TradingView. Die Watchlist werde ich wie immer im Discord posten. Wenn das interessiert, der kann mal in die Videobeschreibung schauen. Ich habe aktuell nur noch zwei Positionen offen, und das ist Steel Dynamics. Da habe ich am Freitag eine Position gestartet, und Chevron. Habe letzte Woche einige Trades dann geschlossen, die ganz gut gelaufen sind, und ja, gehe jetzt relativ light in die Heavy-Phase der Earnings Season. Vielleicht ganz kurz mit dem WIX. Man sieht, der WIX ist weiter in einer sehr harmlosen Zone, kreist im Bereich um die 16, 17, also deutlich unter 20. Vielleicht hierzu noch ganz interessant: Nächste Woche geht ein, ich sag mal, alternativer Volatilitätsindex an den Start, der sich nur auf Zero Day to Expiration Options bezieht, also Optionen mit einer Laufzeit von genau einem Tag im Endeffekt. Der normale WIX, den ich hier immer drin habe und die meisten auch kennen, der bezieht sich ja auf Optionen, ich glaube, mit einer Restlaufzeit von 27 bis 34 Tagen oder sowas. Also dann zwar immer noch sehr kurzfristig, aber halt längerfristig als ein Tag, aber daher, dass es halt mittlerweile diese Zero Day to Expiration Options gibt oder Optionen, und die halt am gesamten Handelsvolumen mittlerweile so einen signifikanten Anteil haben, macht es natürlich Sinn, da auch auf deren Basis ein Volatilitätsmessinstrument einzuführen, weil natürlich die hier in dem Index keine Beachtung finden. Bin mal ganz gespannt. Ich werde auf jeden Fall, hat einer heute im Discord gepostet. Dementsprechend werden wir das nächste Woche auch verfolgen und sehen, was man daraus für Schlüsse ziehen kann.
Dann ja, die großen Indizes, Nasdaq, S&P, wie eben gerade schon angesprochen, sind jetzt halt erst eher seitwärts unterwegs gewesen die letzte Woche und auch schon, also eigentlich den ganzen April, in einer relativ engen Range, aber halt beide an der oberen Range-Kante und wie gesagt, ich gehe davon aus, die Earnings werden entscheiden, wie es dann hier weitergeht. Der Russell, der hat lange nicht so stark performt in den letzten Wochen, auch nur seitwärts gelaufen im April, befindet sich aber noch ja, eher um die Verlaufstiefs als an der oberen Range-Kante. Dementsprechend wird auch hier wichtig, dass die Earnings passen, damit vielleicht die letzten Verlaufshochs rausgenommen werden könnten. Da dürfte dann Potenzial da sein, bis, ja, ich sag mal, die letzten Hochs liegen im Bereich 190 Dollar. Es könnte also interessant werden. Bitcoin habe ich schon angesprochen, wie gesagt, je nachdem, also wie Risk On kommende Woche performt oder ob es dann ein Shift geben sollte, dürfte der Bitcoin auch wieder gefragt sein. Öl ist ja relativ schade. Es hat sich ja angedeutet, dass aufgrund der OPEC-Price-Cuts diese ja, Range seit Dezember 2022 nach oben hin aufgelöst werden kann. Ja, Pustekuchenstand jetzt, wir sind wieder zurück in die Range gefallen und es gab auch wenig Gegenwehr. Das heißt, der Angebotsverfall, nämlich Nachfrageverfall quasi, hat aufgrund von Rezessionsängsten überwiegt quasi den Output-Cut-Stand jetzt. Ja, mal sehen, ob sich daran nächste Woche noch was ändern sollte. Gold und Silber auch schon wie mal angesprochen, gerade hier letzte Woche konsolidiert. Für mich dann nächste Woche im Fall, dass die letzten Verlaufshochs rausgenommen werden können. Definitiv auf der Long-Seite interessant. Dann vielleicht zu den Sektoren, wie gesagt, der Biotech-Bereich, der IBB, ja, weiter extrem stark unterwegs, auch der XBI gerade am Freitag echt gut performt, dementsprechend auch für die nächste Woche ein Top-Watch für mich. Der ITB, also der Homebuilding-Bereich, da ja, könnte man schon fast sagen, das ist in den letzten Wochen oder in der letzten Woche speziell vielleicht ein bisschen heiß gelaufen, dementsprechend wäre hier eine ja, Konsolidierung wünschenswert, meiner Meinung nach, und dann halt wieder interessant. Dann für die nächste Woche, für mich mit am interessantesten wird der TAN, also der Solarbereich. Hier melden allerdings Enphase und First Solar Zahlen, dementsprechend, die würde ich auf jeden Fall abwarten. Wenn diese positiv ausfallen sollten, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir die obere Kante dieser Range ja, testen könnten. Das sind dann für mich vor allem Nebenwerte interessant, zeige ich auch noch gleich ein paar. Also abgesehen von Enphase, First Solar, SolarEdge, also den ja, wirklichen Heavyweights. Was ist ansonsten aktuell noch nennenswert? Ja, also ARKK ist ja, eigentlich relativ lustig, weil einzelne Komponenten des ETFs, beziehungsweise einfach dieses High-Growth-Bereichs, also eine DraftKings, eine Samsara, die performen relativ gut, allerdings der ETF selber, weil einfach ja auch so viel Schrott drin ist, kommt halt nicht wirklich also ins Laufen. Im Gegenteil, wir befinden uns hier unmittelbar von den letzten Verlaufstiefs, wenn die nach unten hin unterschritten werden sollten, können es schnell Richtung Jahrestiefs gehen. Das wäre natürlich, ja, das wäre natürlich tragisch. Dementsprechend das auf der Watchlist haben für die kommende Woche. Der SMH, also der Halbwertebereich, hängt aktuell auch ein bisschen in der Luft. Da ist ja so ein bisschen die Puste ausgegangen. Hier gibt es nächste Woche, ich weiß gar nicht, Nvidia meldet auf jeden Fall noch nicht, es wird sicherlich einige Zahlen geben aus dem Bereich, allerdings ob die jetzt wirklich marktbewegend sein sollten, wird sich zeigen. Lam Research hat letzte Woche gemeldet, die waren eigentlich relativ, die Zahlen waren echt gut, aktuell auch positiv reagiert. TSM, TSMC, die Zahlen, ja, die waren so, also erst war die Reaktion positiv, dann hat die Aktie aber, da kann ich euch kurz zeigen, stärker abverkauft, vor allem am Freitag sieht man hier jetzt mehr an oder leicht unter den letzten Verlaufstiefs, dementsprechend Vorgaben hier nicht so positiv. Ja, mal sehen, was dann nächste Woche daraus wird. Der Öl- und Gasbereich oder halt vor allem der XLE, sieht man, der hat auch hier die letzten Verlaufshochs nicht rausnehmen können nachhaltig. Jetzt um den 20-Day, wenn es dann nächste Woche keine positive Reaktion gibt, dann gehe ich auch davon aus, dass wir hier eher mehr Downside sehen sollten, halt in Verbindung mit dem ja doch schwächeren Ölpreis. Und dann halt auch der Mining and Metals Bereich. Er wird relativ interessant, weil wir hier eine relativ markante Supportzone haben, die nächste Woche angelaufen werden würde. Und hält, wäre das meiner Meinung nach ein ganz ja, interessantes Niveau, einen Long zu starten. Halt dann wieder Ziel 20 Day. Und ja, aktuell habe ich noch Chevron offen und Steel Dynamics, die habe ich am Freitag aufgemacht. Da kamen bereits Zahlen, also in der Stahlbranche von Nucor und Steel Dynamics, die waren jeweils relativ okay. Reaktion auch positiv. Bei Steel Dynamics gefällt mir einfach, dass wir hier in dieser ja, markanten Supportzone sind und man sich darauf relativ gut lehnen kann. Mal sehen, ob hier nächste Woche Follow-through zustande kommt. Dann die Fokusliste. Ich finde Big Banks ganz, ganz interessant aktuell. Ich habe jetzt mal ausgesucht, die Bank of America, aber auch eine JP Morgan oder eine Citigroup. Wie gesagt, die Zahlen hier relativ positiv, auch die Reaktion auf Zahlen positiv, dementsprechend für die kommende Woche ganz interessant. Dann eine Adobe von den ja größeren Tech-Aktien. Da ist im Vergleich zu, ja, keine Ahnung, Salesforce, Meta und so die letzten Wochen wirklich noch nicht so wirklich viel gegangen.
Allerdings haben die schon Zahlen gemeldet und wenn hier ein Breakout über den letzten Verlaufshoch stattfinden sollte, wäre die Aktie wahrscheinlich auch relativ interessant, gerade wenn die Zahlen im Big Tech-Bereich mitspielen sollten. Dann aus dem Biotech-Bereich habe ich mal ASRT und ARDX mit drin. Das sind zwei kleinere Werte, allerdings von der Price Action her mit die schönsten im ganzen Bereich. Relativ stabile Trends. Bei ASRT wäre es wünschenswert, wenn wir die letzten Verlaufshochs rausnehmen. Bei ARDX sieht es ähnlich aus, nur ist der im Trend ja das schon eher fortgeschritten, sagen wir es mal so. Dann im Retail-Bereich, der aktuell auch extrem stark ist, eine Lululemon. Nach starken Zahlen konnte die ja, jüngste Konsolidierung jetzt nach oben aufgelöst werden. Und auch eine Nike finde ich für die kommende Woche sehr interessant. Hat hier eine schöne Base gebildet und die sieht so aus, als würde diese nach oben hin verlassen werden. Aus dem Industrial-Bereich habe ich eine ESAB mit dabei. Die melden übernächste Woche Zahlen, dementsprechend kommende Woche wäre noch was drin. Auch vom Chart her relativ attraktiv, meiner Meinung nach. Dann noch Shopify. Ja, gut, die kennt jeder. Melden auch, also nicht übernächste Woche dann, nicht kommende übernächste Woche. Auch relativ solides Chartbild die letzten Wochen. Und wie gesagt, ausgewählte High-Growth-Werte oder halt Risk-On-Werte, Strong-Risk-On-Werte performen weiterhin ganz gut. Und die ist noch nicht so overextended wie eine DraftKings oder eine Samsara. Und auf der Short-Seite habe ich mal den Blick Sykes, also Kohle ist es. Da gab es dann ja doch stärkeren Breakdown am Freitag und auch eine John Deere. Sauberer Abwärtstrend hier mittlerweile. Allerdings kommen hier Zahlen nächste Woche von Caterpillar, dementsprechend, da muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Was ansonsten interessant, ja, wie gesagt, ich habe viel aus dem Biotech-Bereich auf der Watchlist, weil der halt einfach aktuell wieder doch besser performt. Eine ADMA ist auch ein kleineres Unternehmen, auch vom Chartbild her sehr interessant. Eine Biohaven, die hat ja lange gut performt Anfang des Jahres, aber dann so ein bisschen den Faden verloren. Jetzt vielleicht mit wieder zurückkehrender Stärke in dem Bereich könnte die wieder interessant werden. Das habe ich noch mit dabei. IRCT, auch eine Biotech-Aktie. Starke Impuls nach Zahlen. Wird jetzt gerade so ein bisschen auskonsolidiert, wenn die hier nach oben fortgesetzt werden. Also wenn hier die neue Verlaufshochs gemacht werden sollten, könnte die Aktie auch interessant werden. Dann wie gesagt eine Riot als sehr Sympathy Play auf dem Bitcoin. Wenn der nächste Woche wieder etwas an Fahrt aufnehmen sollte. Eine IoT, die habe ich letzte Woche noch gehabt, habe ich dann verkauft. Die ist, ja, meiner Meinung nach, also ist mit einer von der Price Action der positivsten Aktien die letzten Wochen, keine Frage. Aber da würde meiner Meinung nach eine kleine Konsolidierung ganz gut tun. Dann sicherlich wieder interessant, definitiv einer der Leader aktuell. Im Cybersecurity-Bereich eine Rapid 7 finde ich von der Price Action relativ interessant. Oder eine Sentinel One ist auch nicht schlecht. Also eher Nebenwerte. Von den größeren, gut, klar, Palo Alto und Fortinet laufen auch nicht schlecht, keine Frage. Und eine CrowdStrike, vielleicht auch noch ganz solide. Ansonsten Costco, die, das war noch ganz interessant, die ist am Freitag und am Donnerstag hat die relativ gut performt. News habe ich jetzt, ich glaube, die haben am Mittwoch wieder diese Monthly Zahlen, da halt ihre Zahlen, die sie da jeden Monat, Verkaufszahlen oder was immer das ist, melden. Ich glaube, darauf war die Reaktion dann relativ positiv. Ansonsten, eine JP Morgan habe ich gerade schon angesprochen. Ähnliches Chartbild wie bei Bank of America, wobei doch, die hat doch mal deutlich besser performt. Und dann genau, da wollte ich den Solarbereich noch ansprechen. Wie gesagt, hier für mich eine Maxen. Die ist eigentlich mit, so, das ist eigentlich mit der Leader in dem Bereich, was Solar angeht. Halt Nebenwert, wie gesagt. Läuft deutlich besser als eine Enphase. Dann eine Fluence, die machen jetzt nicht Solar, die machen, glaube ich, Energy Storage. Die könnte auch interessant werden, wenn die Zahlen aus dem Bereich gut werden und vor allem halt der Sektor dann anfängt, besser zu performen. Dann habe ich noch drauf NXT, das ist ein Recent IPO, wie man hier sehen kann. Dementsprechend sieht der Chart noch etwas messy aus, aber die machen auch wiederum wirklich Solar. Chartbild aber meiner Meinung nach ja ganz okay. Also ist ganz okay, ist eigentlich relativ positiv. Da könnte auf jeden Fall ein Breakout über die letzten Verlaufshochs drin sein. Dementsprechend habe ich die auch auf der Watchlist, wie gesagt, wenn der Sektor mitmacht. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch allen viel Erfolg kommende Woche und ja, vielleicht liest man sich ja am Discord.